So, willkommen zurück. Ja, wir haben in der letzten Folge hier im Bad, im Schwefelwasserbad. In was baden die da eigentlich? Igitt, Trollsuppe. Trollsuppe. Ich hoffe, Trollsuppe ist jetzt nicht das, was man vielleicht denkt. Warum habe ich überhaupt gefragt? Gut, wir gehen wieder in die Schmiede. Und Tag, mein Bester. Ich versuch's noch einmal. Komm, hau ab. Ich will nicht dich anklicken. Da versuchst du nur wieder unser Ohr abzuknutschen. Ja, du hast tolle Muskeln. Zeig's uns. Ja, komm. Hau ab. Das dauert mir zu lange. So. Klappt. Wunderbar. Jetzt muss sie wieder rumrennen. Meine Gute. Was ist los, Mama? Ist es Zeit, um in eine Falle zu gehen? Angenehmes Flohbeißen. Sehr gut. Na dann holen wir uns die Schatulle. Das ist viel zu heiß, um es anzufassen. Ach so, okay, ja, natürlich. Wir haben ja auch hier eine Zange. Die können wir auch benutzen. So. Badups. Kann man sich das jetzt angucken? Nee, das kann man sich so nicht angucken. Das ist schade. Hätte ich jetzt gerne gesehen. So, und dann wollen wir es doch mal abkühlen. Brutzel, 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 Brutzel. Ja. Ein Silberlöffel. Ey, ich will die Zange behalten. Ach Mann, muss ich die wieder zurückhängen? Oder kann ich dir Poppy geben? Nein, ich muss die wirklich zurückhängen. Die ist doch so nützlich. So, und ihmchen hier. Gute Nacht, Mama. Gute Nacht, du Riesenblödmann. Nuckel, nuckel, nuckel. So, Poppy, du passt hier schön auf, dass der keinen Unsinn macht, oder? Ich kann uns doch auf dich verlassen. Ich sollte den armen Kerl lieber arbeiten lassen. Ja, er ist ziemlich nervös. So gesehen. So gesehen gehen wir lieber. Okay, also. Wir haben jetzt den Silberlöffel. Aber sonst noch nichts. Also, gut. Geröstete Käfer. Und eine Schale. Gehen wir doch nochmal in die Küche. Zu unserem guten französischen Freund. Mit seinem Eintopf. Entschuldigung, Herr Koch. Raus, 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 raus aus meiner Küche. Ach Mann. Komm. Tut mir leid, Rosella. Guten Flug. Nein, stopp! Rums. Okay, mit dem ist nicht zu reden. Eine schöne Musik hat er da unten. Gut. Können wir dich mit dem Silberlöffel bestechen? Meister, ich wüsste gern, ob dich das hier interessiert. Raus, du Unwürdiger! Ach! Ich schon auch mal nicht. Ich wäre auch so rausgegangen, Kollege. Oh,
Oh Mann. So, ist sie jetzt weiter weg? Nein. Also er wirft sie wirklich immer nur. Wäre ja lustig gewesen, wenn er sie immer weiter werfen würde. Ey, das möchte ich jetzt aber gerade mal ausprobieren. Ob man das mit jedem Gegenstand machen kann. Ja, das geht auch. Meister, ich wüsste gern, ob dich das hier interessiert. Ja, aber gut, okay, das ist das Gleiche. Da kann ich gleich mal hier das ist immer dieser Skript-Button sozusagen. Und wenn man dann halt wie jetzt so eine Sachen öfter hat, dann kann man das damit abbrechen. Und das mache ich jetzt mal. So, aber wenn ihr euch noch an die letzte Folge erinnert, beziehungsweise an die... Doch, an die letzte, oder? Ich glaube, es war die letzte, ja. Vorletzte. Ach, ich weiß nicht mehr. Aber jedenfalls, da waren wir ja hier schon hier und... Entschuldigung. Nein! Tut mir leid. So. Aber da hat er ja gesagt, da fehlt noch was für seinen Eintopf. Und, eine Fledermaus oder eine saftige, fette Ratte. Und... Na, siehste. Los geht's! Was ist los? Wer ist... Eine saftige, zarte Ratte. Das ist genau das Richtige für meinen Eintopf. Ah, wusste ich doch. Komm her, mein kleiner Leckerbissen. Bitteschön. Nur für dich. Oh, wo ist sie hin? Also ganz ehrlich, das ist doch mal eine geile Spielzeugratte. Ich weiß gar nicht, was der Spike hat. Cool. So. Okay. Gucken wir uns doch mal in der Küche um. Hier könnte man glatt einen Elch kochen. Mein Gott. Die machen das wohl möglich. Na? Gibt's einen berühmten Elch? Bin mir nicht sicher. Das da? Mit Kennernase. Geröstete Käfer. Sehr schön. Wupp. Haben wir noch einen. Noch eine Zutat. Geht. Das genügt, um jemanden Albträume zu verschaffen. So. Da. Ich wollte doch sagen, ihr müsst doch irgendwo Schalen geben. Yuji, das ist die Goldschale. Damit können wir jetzt endlich... ...das smaragdene Wasser holen. Ja. Aber gehen wir erstmal hier hinein. Interessant. Ein, ja, Aufzug, so wie es aussieht. Das sieht nicht sehr stabil aus. Gut, abgesehen davon, ist es aber ein Aufzug, würde ich sagen. Aber ich kann jetzt auch gar nichts weiter damit machen. So, was haben wir hier oben stehen? Das ist ein kleiner Karren. Oh, aber er ist kaputt. Der hilft mir.
auch nicht weiter. Gut. Hier ist sonst nichts zum Anklicken. Dann gehen wir doch mal weiter. Über die... Oh. Keinen Schritt weiter. Ein Brückentroll. Guten Tag, Sir. Ich bin... Ist mir doch egal, wer du bist. Das ist meine Brücke. Und ich lass dich nur vorbei, wenn du mir 1000 Bleiklumpen und deinen Rattenlutscher gibst. Na klar. 1000 Bleiklumpen und einen Rattenlutscher. Wie wär's stattdessen hier mit ein paar gerösteten gerösteten Käfern? Vermutlich. Akzeptierst du das nicht als Wegezoll? Nein. Nein. Ich bin böse. Los. Vermutlich. Akzeptierst du das nicht als Wegezoll? Nein. Ja. Aber die brauchen wir doch selber. Wow. Brass made in... Ich kann es leider nicht ganz lesen. Emderal. Nee, ja. Brass? Brass ist doch, ist jedenfalls kein Gold. Wir haben hier eine falsche. Hier, willst du die haben? Ist Gold. Vermutlich. Akzeptierst du das nicht als Wegezoll? Nein. Okay, das bringt nichts. Na gut, der Wagen wird hier ja nicht umsonst stehen. Und da hier man hier sonst nichts anklicken konnte. Ja, genau, Reifen. Ich frage mich, ob man diesen kleinen Karren reparieren kann. Ja, ihr könnt euch sicher denken, was passiert, wenn ich jetzt da raufklicke. Aber das kriegt ihr nicht jetzt. Also ich bin noch am überlegen, ob ich vielleicht am Ende so stirbt man in King's Quest 7 mache. Das könnte klappen. Aber jetzt doch nicht. Wenn dieser verdammte Stachel nicht im Weg wäre. Stachel? Was für ein Stachel? Na, komm schon. Arg. Ich muss anscheinend hier erst raus. So, Stachel. Können wir den abnehmen? Ja. Wunderbar. Ich frage mich, ob man diesen kleinen Karren reparieren kann. So. Und genau. Hier. Das sollte genügen, damit dieses Schild nirgendwo hingeht. Ist auch eine schöne Art, das zu sagen, finde ich. So. Na gut. Dann reiten wir mal den Boliden. Na? Ah, leckt ein bisschen. Tut mir leid. Nee, es hat gar nicht reagiert. Und jetzt sehe ich den Mauszeiger nicht mehr. So. Entschuldigung dafür. Ist ja richtig fies, meine liebe Rosella. Zugegeben war jetzt der Herr Knochenbrecher auch nicht der intelligenteste, einfach stehen zu bleiben. Aber egal. So, wir sehen uns weiter in den Katakomben um und allerdings erst in der nächsten Folge und sehen uns dann wieder. Macht's gut und bis dahin. Tschüss.